Schon seit einiger Zeit steht ein kleiner Schatz in meinem Bücherregal. Es ist aber nun kein Buch, sondern ein Computer. Der kleine Professor, oder wie er sich richtig nennt, Mikroprofessor, in Buchform verpackt, hat da seinen Platz eingenommen. Und dieses Buch will ich nun mal öffnen. Wir machen das Buch auf und was haben wir da? Es ist einer der in den 80er Jahren üblichen Einplatinencomputer mit der Bezeichnung Mikroprofessor. Und damit war ja auch schon klar der Zweck des Computers. Er sollte als Trainingscomputer eingesetzt werden. Und in Deutschland zeitweise auch von der Firma Christiani. Die Firma Multitech, später firmierte sie unter der Bezeichnung Acer, hat 1981 diesen Einplatinencomputer auf den Markt gebracht. Bis heute, nun vertrieben von der Firma Flight Electronics, sollte es dieses Prachtstück noch immer unverändert zu kaufen geben. Da es mehrere Variationen gibt, gehe ich aber nur auf das mir vorliegende Modell MPF 1 ein, und zwar in der Basic-Version MPF 1B. Die Grundlage unseres Einplatinencomputers ist ein Zilog Z80 Prozessor mit einer Taktfrequenz von 1,79 MHz. Dazu gibt es noch ein Z80 PIO, ein Z80 CDC und ein 8255 IC. Dieses IC, ein programmierbares, paralleles IO-Interface, steuert die Tastatur und das 7-Segment-Display. Auch der eingebaute Lautsprecher und die Buchsen zum Kassettenrekorder oder Tonbandgerät hängen am 8255 IC. Der CDC ist ein Zähler-Zeitgeber-Schaltkreis und der Z80 PIO ist eine Parallel-Input-Output-Schnittstelle, an die man zum Beispiel auch externe Geräte anbinden kann. Die Anordnung der Komponenten, die sieht man hier. Bei mir sitzt im Sockel U6 das Basic-ROM. Im Sockel U7 sitzt ein EEPROM mit Beispielprogrammen, ich nehme an, wohl von der Firma Christiani. Und im Sockel 8 ist ein RAM-Baustein. Das Display ist eine rote 7-Segment-Anzeige mit 6 Zeichen. Eigentlich ist es ja eine 8-Segment-Anzeige, da ja auch noch ein Punkt verwendet wird. Die Tastatur, vom Gefühl her eine Taschenrechner-Tastatur mit 26 Drucktasten, ist gut zu bedienen und hat über der Taste einen Aufdruck mit der Funktionsbezeichnung der Taste. Da sieht man aber auch noch, dass es sich bei der Eingabe wohl um Assemblercode, in diesem Fall für den Z80 handelt. Auf der linken Seite sind dann die Pfostenreihen für die Ein- und Ausgänge angebracht. Und noch eine Besonderheit: auf der rechten Seite hat der Entwickler eine Fläche freigehalten und vorbereitet, auf der User dann eigene Entwicklungen anbauen kann. Und damit es nicht zu langweilig wird, mal ein paar Programmbeispiele aus dem eingebauten EEPROM. Da diese Demos im Christiani-Lehrgang erwähnt werden, nehme ich an, die stammen auch von dort. Das EEPROM ist eingesetzt im Sockel U7 und deckt den Adressbereich von 2000 bis 2FFF ab. Und in diesem Bereich starten auch die Programme. Nun, das Beispiel 1 wird gestartet mit ADDR 2000
und Go. Beispiel 2 ist eine einstimmige Orgelsimulation, bei der man auch mit einiger Übung eine schöne Melodie spielen kann. Man startet es von der Adresse 2200. Und im dritten Beispiel erklingt dann in Folge daraus ein bekanntes Volkslied. Hier beginnt man bei 2300. Außer das Programmieren zu lernen und Töne abzuspielen, gibt es da noch etliche Möglichkeiten und Anwendungen, die von Multitec und auch anderen Firmen entwickelt wurden. Ich fange da mal einfach an und zeige einen Bilderbogen, was da möglich ist. Nähere Informationen findet man dann auf der angezeigten, ausgezeichneten Webseite von FJ Kran. Dies war der kleinste Erweiterungssatz, bestehend aus einer leeren Experimentierplatine, einem Flachbandkabel zum Anschluss an den MPF1, dem Z80PIO und dem Z80CTC und zwei Chips für den U7-Sockel. Der Drucker PRT-MPF ist eine selten zu bekommende Erweiterung und dann auch noch entsprechend teuer, die aber bei einigen Projekten unbedingt vonnöten ist. Eher ein Exot unter den Erweiterungen ist das Beach-Modul auf Basis eines Texas-Instruments, TMS 5200NL.
Der Wortschatz im Standard-ROM, der ist doch sehr beschränkt. Man konnte mit unserem kleinen Professor auch EEPROMs brennen. Dazu diente die Erweiterung EFB-MPF. Für die Zeit um 1981 doch schon eine kleine Sensation. Bei meiner nächsten Erweiterungsvorstellung handelt es sich um eine selbstgebaute Erweiterung mit dualem seriellen Port und umschaltbarem Speicher. Weitere Informationen und ein GitHub-Link gibt es auf einer eigenen Seite. Die Firma Bartele hat eine Videokarte entwickelt, mit der man den MPF 1B an einen Monitor anschließen kann. Und davon gibt es nun auch ein Remake und weitere Informationen dazu in einem GitHub-Repositorium. Um die Lernmöglichkeiten mit dem MPF 1B zu erweitern, entwickelte Multitech ein Multi-Application-Board. Dieses Board sollte mit PIO und CDC-Signalen an den P2-Anschluss angeschlossen werden. Für den deutschsprachigen Raum veröffentlichte Christiani einen Mikrocomputerkurs rund um den MPF 1 und entwickelte dazu eine EA-Karte, die sowohl an den Prozessorbus als auch an den PIO-CDC-Bus für Relais, LEDs und Schalter angeschlossen werden kann. Und ganz zum Schluss noch mit dem PicoRAM 6116, einem SRAM-Emulator und ein SD-Karten-Interface. Entwickelt hat diese Karte der Microprofessor-Guru Michael Wessel alias Lambda Meigel. Und diese Karte habe ich mir natürlich schon aufgebaut und darüber wird es auch ein eigenes Video geben. Beim Start des Microprofessors sah es mit der Literatur noch sehr spartanisch aus. Aber mit der Zeit haben sich immer mehr Bücher und Anleitungen angesammelt, die man fast vollständig im Internet finden kann. Da macht dann Stöbern Spaß und man wird die eine oder andere Publikation finden, die die Antworten auf unsere vielen Fragen hat. Mein MPF 1 ist ja eigentlich ein MPF 1B und das B steht für Basic. Und natürlich muss in einem Vorstellungsvideo zum Microprofessor auch die Basic-Implementation behandelt werden. Dieses Basic-Modul sitzt zusammen mit einem Monitor im Sockel U6 und liefert nur eine sehr abgespeckte Version der Basic-Sprache. Der Befehlssatz besteht aus 6 Befehlen und 11 Anweisungen. Zuerst die Befehle run, das aktuelle Programm wird ausgeführt. List, aktuelles Programm ausdrucken, um es anzuzeigen. Load, Programm von der Kassette laden. Save, Programm auf der Kassette speichern. Continue, nach Stopp oder Print fortfahren. Und New, der Speicher wird gelöscht, um ein neues Programm zu ermöglichen. Es folgen nun die 11 Anweisungen. Print, Informationen zur Anzeige ausgeben. Input, Benutzereingabe zulassen. Let, einer Variablen einen numerischen Wert zuweisen. Call, eine Maschinencode-Routine aufrufen. Go to, zu einer bestimmten Zeile springen. GoSub, zu einer Subroutine springen. Return, von einer Subroutine zum Hauptprogramm zurückkehren. Und dann kommen die Schleifen. If then erlaubt die bedingte Ausführung einer Anweisung.
vor. Du setzt die Parameter für eine Schleifenausführung. Next beendet eine For-To-Anweisung und dann auch Stopp. Das ist dann die Rückkehr in den Befehlsmodus. Die Zeichenausgabe erfolgt nach der gezeigten Tafel und ist doch sehr gewohnheitsbedürftig. Auch das Eingeben der Basic-Befehle muss unterstützt werden. Und so gibt es eine Schablone dazu, die man über die Tastatur legt. Nun lag aber unglücklicherweise diese Schablone nicht meinem MPF 1B bei. Aber im Internet wird sie zum Download angeboten und ich habe diese dann auf meinem Farblaser ausgedruckt, eingeschweißt und mit sehr viel Mühe die Tastaturöffnungen freigeschnitten. Aber nun funktioniert es und ich gebe hier ein erstes Programm in Basic ein. Basic wird eingeschaltet mit ADDR für Adresse 800 und Go. Dann wird das Listing eingegeben, Zeile für Zeile, von Zeile 10 bis Zeile 70. Zum Start gebe ich Run und Enter ein und die LED-Anzeige zeigt mir INP für Input. Nun gebe ich den Wert für C ein, in meinem Fall 10, und drücke wieder Enter und die Anzeige zeigt mir das Ergebnis 55. Im Beispiel ist das Ergebnis 55, da der Wert von C 10 war. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10 ergibt 55. Nun noch ein weiteres Beispiel. Hier zähle ich die Zahlen von 11 bis 15 zusammen. Auch das wird wieder mit einer For-Next-Schleife ausgeführt. Ich gebe das Listing 10 bis 80 ein. Jede Zeile wird mit Enter abgeschlossen. Ich starte das Programm mit Run, Enter und werde zum ersten Input aufgefordert. Hier gebe ich 11 ein. Beim zweiten Prompt gebe ich 15, Enter ein und erhalte dann als Ergebnis 65. 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15 ist gleich 65. Soweit nun der kurze Basic-Überblick. Obwohl die Arbeit mit der sehr beschränkten Basic-Version nicht einfach ist, ist sie doch eine interessante Ergänzung zu unserem Mikroprozessor. Leider hat Zilog die Herstellung des Z80 CPU eingestellt. Aber dieses Video wird sicher nicht das letzte sein, in dem der Mikroprozessor eine Hauptrolle spielen wird. In der To-Do-Liste steht die Fertigstellung der schon erwähnten SRAM-Emulation Picoram 6116 sowie ein Versuch, einen TFT-Monitor anzuschließen. Ob das geglückt ist, sehen Sie, wenn Sie mal wieder hier vorbeischauen. Und für heute vielen Dank fürs Zuschauen und Salü aus dem Saarland.